Heute geht es um das Thema Schablone und wie du sie richtig und professionell an den Nagel anpasst und klebst. Deswegen, share, teilen, liken, abonnieren, Glöckchen anklicken und dann würde ich sagen, let's do this. Ja, Thema Schablone, ne, haben wir schon ein paar Mal durch, oder sind wir schon ein paar Mal durchgegangen, aber heute möchte ich euch das Ganze nochmal detailliert zeigen, wie ihr die vernünftig einschneidet, wie ihr sie richtig an den Nagel anpasst, denn da gab es noch einige Fragen bei mir auf Instagram und in den Kommentaren etc. etc. Deswegen machen wir heute dazu nochmal ein Video. Ich versuche euch das so genau wie möglich zu erklären, ich hoffe, ich krieg's hin. Wenn ihr trotzdem noch Fragen habt, dann gerne unten in die Kommentare reinschreiben, ich werde dann auf jeden Fall zeitnah darauf reagieren. Die Produkte, die ich heute verwende, sind größtenteils von The Gel Bottle, deswegen unten sind nochmal alle verlinkt in der Videobeschreibung, da gerne mal reinschauen und dann würde ich sagen, lass doch einfach mal loslegen. Ich warte auf meine Frau, die müsste auch gleich hier aufschlagen und dann legen wir los. Aber solange wir warten, bis Madame sich hier runter bemüht hat, erzähle ich euch nochmal ganz kurz, was der Vorteil zu Schablone ist gegenüber der Tippverlängerung. Bei der Tippverlängerung brauchen wir mehrere Produkte. Wir brauchen den Tippkleber, wir brauchen den Tipp, um den Nagel zu verlängern. Das bedeutet, dieser Tippkleber und dieser Tipp sind natürlich auch wieder anfällig für Liftings. Ja, bei manchen Kunden hält es super, bei manchen dann auch wieder nicht so gut. Bei denen, die es nicht so gut hält, würde ich euch empfehlen, eine Schablonverlängerung einfach mal auszuprobieren. Denn bei der Schablonverlängerung benötigen wir eigentlich nur ein Produkt. Lassen wir mal die Schablone raus, aber der Nagel wird mit nur einem Produkt verlängert. Und zwar das Gel. Das Gel wird direkt auf den Nagel aufgetragen und dann direkt auch verlängert. Die Schablone wird natürlich an den Nagel angesetzt, dann das Gel auf die Schablone aufgetragen und ausgehärtet und schon habt ihr einen verlängerten Nagel. Das kann sogar manchmal schneller sein als ein Tipp. Wenn ihr zum Beispiel ein Fullcover macht, ist es deutlich schneller, eine Schablone zu verwenden als ein Tipp. Denn ihr habt diese Feilschritte, die zwischendurch kommen beim Tipp, fallen da komplett weg. Es gibt natürlich auch Nagelformen, zum Beispiel die gotische Mandel. Die funktioniert nur mit einer Schablone, denn die Schablone muss genau auf die richtige Position gebracht werden, um die gotische Mandel überhaupt modellieren zu können. Soweit ich weiß, gibt es da keine Tipps für. Wenn ihr das dann doch mal gesehen haben solltet, dann schreibt es gerne mal unten in die Kommentare, dann gucke ich mir das gerne mal an. Aber ich höre gerade, meine Frau kommt runter und legen wir los. Yo, Schablonen kleben. Wir schnappen uns unsere Schablone, reißen diese ab, ist ein bisschen tricky mit Handschuhen, musste ich mich auch erst dran gewöhnen, schnappen uns dann diesen Punkt hier und kleben ihn auf die andere Seite. Den Punkt braucht ihr eigentlich nicht auf die andere Seite kleben, da die Schablonen von The Gel Bottle eigentlich von Haus aus schön dick sind, um sie so an den Nagel anzupassen. Ich mache es aber trotzdem ganz gerne, denn ihr habt hier unten dann eine zusätzliche Fläche, wo ihr dann anpacken könnt, ohne festzukleben mit Handschuhen. Ist immer recht praktisch. So, ansonsten fasst die wirklich nur an den Seiten an, dann klebt ihr nicht fest. Die Schablonen von The Gel Bottle haben sehr viele Hilfslinien. Das ist natürlich sehr geil, hilft euch enorm, um das Ganze gleich vernünftig anzupassen an den Nagel. Nochmal kurz zur Theorie. Wir möchten diesen Bereich von der Schablone ausschneiden, genau wie diesen Bereich. Das ist an dem Finger jetzt nicht so schlimm, weil die hier nicht so stark ausgeprägt sind, die Seiten. An dem hier wäre es natürlich noch ein bisschen krasser. Hier fehlt ein Stück Nagel zum Beispiel. Und man sieht hier, wenn wir die Schablone hier ansetzen würden, ohne sie einzuschneiden, dann hättet ihr hier eine Kante in der Schablone drin. Das wollen wir vermeiden. Deswegen müssen wir das hier, die Seite und die Seite ausschneiden von der Schablone. Zeige ich euch erstmal an dem Finger hier. Kannst du den gerade halten, den Finger? So, dann machen wir es schon mal grob. Ich möchte jetzt das Ganze hier an dieser Stelle einschneiden. Das heißt, hier, wo die Linie anfängt,
genauso wie auf der anderen Seite hier einschneiden. Und dann schneiden wir es hier einmal so aus. Manche machen sich jetzt hier eine Markierung mit einer Nagelschere oder mit einem kleinen Stift oder irgendwie sowas. Da wir hier viele Ellipslinien haben, brauchen wir das nicht unbedingt. Ich merke mir einfach diese gestrichelte Linie hier und da setze ich gleich meinen Schnitt an. So, also hier ist die Linie. Hier setzt man die Schere an, nehmt euch eine normale Nagelschere. Dann schneiden wir einmal so hier nach außen. Und dann einmal von der anderen Seite bis hier hin. Und schon haben wir den ersten ab. Erste Seite. So sieht das Ganze dann aus. Zeig mal deinen Finger. Und dann setzen wir das Ganze einmal drunter. Drücken die Flügelchen schon mal ein bisschen zusammen. Jetzt merke ich, dass wir hier mit den Seiten nicht tief genug kommen. Warum? Weil hier unten das Nagelbett mitgewachsen ist, so ein Stück. Das heißt, wir müssen hier auch nochmal ein Stück rausschneiden. Das sieht gut aus. Diese Linie sollte gerade mit dem Finger verlaufen. Und genau wie von der Seite gesehen, sollte das Ganze auch vernünftig gerade mit dem Finger verlaufen. Aber das gucken wir uns gleich nochmal genau an. Jetzt kleben wir erstmal diese Flügelchen hier aneinander. Die sollten genau aufeinander sitzen. Erstmal nur hier unten leicht fixieren. Kriegst du den irgendwie gerade hin, dass der? Ja, genau. Danke. So. Und dann drücken wir das Ganze vorsichtig immer weiter zusammen. Und so sitzt die Schablone doch schon ganz gut. Sollte natürlich hier nirgendwo eine Lücke sein. Denn sonst habt ihr, wenn ihr Gel auftragt, hier so eine doofe Kante. Die müsst ihr dann mit der Fräse nochmal unten wegfallen. Genau wie von der Seite gesehen, sollte die Schablone gerade mit dem Finger verlaufen. Es gibt natürlich auch Nagelformen, da sollte sie höher sitzen oder tiefer. Ist natürlich euch überlassen. Ich persönlich habe es früher mal gerne gemacht, dass ich die ein bisschen nach unten geneigt habe. Finde ich persönlich ein bisschen natürlicher, aber ist euch überlassen, wie ihr die haben wollt. Aber wie gesagt, sollte möglichst gerade mit dem Finger verlaufen. Ich zeige es euch nochmal kurz an dem Finger hier. Wenn wir die Schablone nicht einschneiden würden, würden wir nicht mit an den Seiten tief genug kommen, um das hier drunter zu schieben. Ja, man kann es so leicht erkennen. Und wenn ich es schaffen würde, würde man hier so einen Knick reinkriegen. Einen leichten, und das sieht dann im Endergebnis nicht schön aus. Deswegen kommt die weg. Ich habe hier schon eine vorbereitet und eingeschnitten. Ihr seht, wir kommen hier deutlich besser drunter, wenn meine Frau sich nicht so zieren würde und der Handschuh nicht so kleben würde. Deutlich besser. Es ist eine viel schönere C-Kurve, eine viel schönere Rundung. Ignoriert jetzt einfach mal, dass die ein bisschen schief sitzt. So.
viel schönere C-Kurve, viel schönere Rundung. Wir haben hier keine Ecken, die irgendwie einen Knick haben oder irgendwie sowas. Also so sollte die Schablone dann richtig sitzen. Es kommt natürlich auch darauf an, was für eine Nagelform ihr haben wollt. Wollt ihr jetzt ein Stiletto haben, müsst ihr vorne die Flügelchen komplett zusammendrücken. Wir haben sie jetzt hier ein bisschen offen gelassen, weil wir wollen eine Mandel machen. Bei einem geraden Nagel lasst ihr das hier vorne auch offen oder bei einem kurzen Nagel macht ihr, könnt ihr das hier vorne offen lassen. Wenn ihr jetzt ein langes Stiletto machen wollt, bis zur 5 zum Beispiel, würde ich die Schablone bis zur 5,5 zusammendrücken. Und so kriegt ihr eine richtig schöne spitze Form hin. Jo. Und das war auch schon die große Kunst. Dehydriert haben wir den Nagel schon, solltet ihr auf jeden Fall aufmachen. Schaut nochmal in das Video rein, da zeige ich euch nochmal, wie ihr den Nagel vorbereitet für diese Schablonenverlängerung. Ansonsten schnappe ich mir jetzt meinen Clear Rubber Base von The Gel Bottle. Das ist quasi unser Primer, unser Haftkiel, alles in einem. Und den trage ich jetzt hier auf den kompletten Nagel auf. Mache ich immer, nachdem ich eine Schablone geklebt habe. Und dann, wenn ihr es vorher macht und irgendwie drauf kommt, das ist immer eine Riesensauerei. Auf den ganzen Nagel auftragen. Nicht an die Haut kommen, ganz wichtig. So, und dann kommt das Ganze für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe, die noch nicht auf dem Tisch steht. Auf Verdehen. Nach dem Aushärten sieht das Ganze so aus, wenig spektakulär. Jetzt tragen wir das Gel auf. Ich nehme hier den Gel Pot von The Gel Bottle. Etwas Gel auf den Pinsel, erstmal eine dünne Gleitschicht auftragen. Dann machen wir die Verlängerung. Nehmt euch ein bisschen mehr und dann fangt ihr an, von den Seitenlinien an das Gel aufzutragen. Ich gehe jetzt hier bis zur 1 und hier an den gestrichelten Linien entlang, weil das ist so unsere Länge, die wir auch haben wollen. Und natürlich auch ein bisschen über die Linien gehen, denn es ist immer einfacher, was wegzufeilen, als was dran zu fummeln. Übergang darf ruhig ein bisschen mehr Gel sein. Und dann kann das Ganze auch wieder für 60 Sekunden in die LED-UV-Lampe. So sieht das Ganze nach dem Aushärten aus und dann tragen wir jetzt den Aufbau auf, denn wir wollen nur ein Full Cover drauf machen gleich. Wenn ihr jetzt natürlich French machen wollen würdet oder so, Schablone abnehmen, zurechtfeilen und dann French drauf oder wenn ihr was einarbeiten wollt, dann wäre jetzt die Möglichkeit. Aber wie gesagt, wir wollen ja nur ein Full Cover machen. Das heißt, wir machen jetzt den Aufbau drauf. Wie das geht, habe ich euch ja schon mal in einem anderen Video gezeigt, aber ich erzähle jetzt nochmal im Schnelldurchlauf. Auf jeden Fall schwebend arbeiten, nicht auf den Nagel kommen. Den Apex-Bereich, der hier so ungefähr sitzt, den auf jeden Fall ausarbeiten, der soll stärker sein. Und dann nach vorne dünn ausarbeiten. So. Noch ein bisschen nachjustieren. Den Nagel einmal umdrehen. So läuft euch das Gel aus den Rändern raus, in den Apex rein und ihr habt gleich weniger Nachfeilarbeit. Ein kleiner Tipp von mir. Das ist noch kostenlos. Das ist noch kostenlos. Nochmal von vorne drauf gucken, nicht dass euch das Gel irgendwie zur Seite wegläuft. Jetzt könnt ihr es nämlich noch ein bisschen lenken. Und dann rein.
Zeigefinger bitte einzeln rein. Schaffst du das? Nee, aber ich halte den gerade hoch. Okay. Geht das auch? Das geht auch. Ansonsten, wenn ihr zwei Lammen habt, haben wir momentan leider nicht. Finger einzeln reintun, Zeigefinger und Daumen auch einzeln reintun, denn sonst gibt euch das Gel zur Seite weg. Nachdem das Ganze ausgehärtet ist, sieht es so aus. Ganz einfach die Schablone ablösen, nach unten hinwegziehen, nicht nach oben. Und dann ist das Ganze auch schon verlängert. Als nächstes natürlich abcleanern, nachfeilen und dann sind wir auch schon fertig. So, da wir hier eine kurze Mandel machen wollen, feilen wir erstmal hier, also ich mache persönlich mal erstmal ganz gerne die Seiten so grob fertig. Und dann hier hinten den Übergang wegfeilen. Vorsichtig natürlich. Dann von den Seiten zum Abwechsel hocharbeiten. Seid ihr oben angekommen, dann nach vorne hin runterfeilen. Die Form nochmal nachjustieren. Seite von oben, ob das alles gerade ist. Jetzt ist die letzte Chance, das Ganze zu korrigieren. Dann natürlich das Ganze vernünftig entstauben, damit euch gleich kein Staubkorn nervt. Als nächstes gehe ich nochmal mit dem Fräser durch die Ecken. Mit dem Diamantbild und der Flamme. Dann schneide ich die Nagelhaut etwas weg. Hier haben wir Gott sei Dank nicht viel. Mit der Zellette, Aceton, getränkte Zellette, auch wieder die dünnen und dann hier einmal schön durch die Ecken gehen. Und schon ist der Nagel fertig zum Lackieren oder für Nail Art oder was auch immer ihr jetzt noch auftragen wollt. Und das war's schon. Und das soll es auch schon gewesen sein mit der Schablonverlängerung. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch mal inspiriert, das Ganze nachzumachen und auch ermutigt, das Ganze nachzumachen, weil Schablone ist immer noch so ein Ding, da trauen sich Anfänger nicht so wirklich dran. Deswegen einfach mal ausprobieren. Ansonsten, wie gesagt, Produkte sind unten in der Videobeschreibung. Share, teilen, liken, abonnieren, Kommentar da lassen, natürlich auch mit Videowünschen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Chris.
Tschüss.